So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ein außergewöhnliches Magazin bei mir. Aber ich fand es richtig cool. Das Schlümpfe-Magazin. Ja. Tischtennis heißt das. Ja, das haben wir früher richtig gerne gespielt mit die Plecken. Früher gab es ja auch richtig coole Jugendheime. Da konnte man immer hingehen, nach der Schule. Am Wochenende war da immer Disco. Das gibt es heutzutage alles gar nicht mehr. Und da hatten wir richtig Spaß. Und wo man gewohnt hat, da gab es die aus Beton immer wieder. Das war richtig, richtig cool. Aber die gucken wir uns gleich mal natürlich genauer an, weil die sind ja aus Plastik. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Schlümpfe-Magazin Nummer 2 für 5 Euro, genauer gesagt 4,99 Euro drinne herum, oder ich blätter drinne rum und zeige es euch dabei, was da so alles geht. Und drinne ist natürlich eine Schlümpfe-Comic. Aber für das, dass es eigentlich nicht für Erwachsene ist, sind die Bilder und die Schriftart ganz schön klein gezwungen. Da hätte ich mir jetzt erwartet, für so die kleineren, dass jetzt, wenn man immer zwei Bilder absetzt, so wie da so groß sind. Aber scheint ein interessantes Comic zu sein. Gargamel wird natürlich immer verlieren. Dann haben wir hier ein Poster. Natürlich zwei Seiten. Erste Seite, der guckt aber ein bisschen grimmig. Und zweite Seite, Fotosession. Da geht es bestimmt um Schlumpfine. Fehler suchen, Rätselspaß. Dann geht es natürlich weiter mit ein bisschen Comic. Comic ist sehr comiclastig, muss man es lassen. Das Schlümpfe-Magazin. Das ist wirklich richtig viel comiclastig. Cool auf eine Art. Und dann gab es ja früher noch diese Schlümpfe, gibt es ja heute, glaube ich, auch noch von Steif mit dem Pilz und so was. Ist mega cool. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Schlümpfe-Magazin Nummer 2. Und jetzt kommen wir natürlich zum Tischtennis. Plecken. Haben wir früher dazu gedacht. Genau. Plecken hießen die ganzen Teile. Eine Seite war für normal und andere die gerippte für richtige Schmetterbälle. So, was haben wir jetzt? Da ist die raue Seite. So, ihr wisst, Plastikspielzeug immer kritisch. Also, erstmal die Plecken. Ja. Auf jeden Fall kann man ihn spielen. So, dann haben wir hier das Netz. Ist aus Plastik. Mal eben die Schere holen. Das kann man nämlich mehrfach. Okay. Das sind drei Teile. Es hat schon eine gewisse Größe. Außen, außen, das ist in. Und ihr seht, es hält. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es hält. So, und dann stülpen wir das so drüber. Einmal. Zweimal. Und steht auf Anhieb. Ihr seht es. Es ist auch immer schön gerade. Es steht auf Anhieb. Nicht schlecht. Und jetzt natürlich. Okay. Das ist schon ein paar Tage her. Aber
Es geht noch. Also, ist richtig witzig. Für mich sind die jetzt ein bisschen zu klein. Da kann man nicht richtig ausholen. Ihr seht selber, ich kann es nur mit zwei Fingern packen. Ist aber eine nette Geschichte, muss ich echt sagen. Aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare über das Konvolut des Schlümpfe Magazin Nummer 2. Ich werde natürlich irgendetwas von den Schlümpfe unter dem Video verlinken. Sicher, bequem. Auf jeden Fall, günstig wahrscheinlich auch, aber nichtsdestotrotz könnt ihr mal nachschauen. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.